Tree Spires. Haben uns hier eigentlich schon mal richtig umgeguckt? Ach komm, wir sind eher mal Kunden. Wir gucken mal hier. Das war nämlich das, was ich gerade in der Dunkelheit da angesteuert hatte. Oh! Nein! Ich trottel! Ich dachte, das wäre so kleiner gewesen. Shit, 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 ich gebe mal Vollgas. Ich glaube, ist weg, oder? Nee, bei dem bin ich mir nicht sicher. Ich fahre nochmal ein Stück. Aber das ist mir zu gefährlich. Das ist dieses Riesenvieh, was ich eben meinte. Der war doch sonst immer hinten bei Purple Vans. Also, was ist das für ein Biom? Hier sind wir immer mit Tree, ne? Tree Spires. Alter, lass mich in Ruhe! Ich weiß gar nicht, ob er hinter mir ist. Ich kann es nicht sehen. Versuch mal hier Schutz zu suchen. Und reparier mal ganz kurz. Hier speichere ich mal ganz kurz. Ich möchte ungern mein U-Boot verlieren, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn es schummeln ist, ein bisschen. Also auf jeden Fall Tree Spires. Okay, da ist das riesenblöde Vieh. Wir gehen mal hier gucken. Das war, dann hatte ich eben gesagt, 150 Meter war die Basis, ne? Dann kann das hier aber eigentlich nicht sein. Oh, wer bist du denn? Du bist bestimmt nicht freundlicher Gesinnung, oder? Nein! Hau ab! Ein Seepfau! Alter! Bin ich jetzt auf Droge oder was? Was ist denn das? Hat er mich da oben katapultiert? Nee. Was ist denn das? Oh, leck doch. Okay, ich hau ab. Das wird zu blöd. Die sind aber... weil die tun mir, glaube ich, nichts, ne? Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ob die mir irgendwas mopsen? Ich glaube nicht. Oder was die so treiben. Ich finde es auch gut, dass man unter Wasser essen und trinken kann. Das macht voll Sinn irgendwie. Na komm, wir gehen mal schnell zum U-Boot. Brauch eh ein bisschen Sauerstoff. Aber auch hier hätte ich gern kurz ein Screenshot gemacht. Weil das sieht voll cool aus. Das reicht. 300 Screenshots später. So, ein bisschen Sauerstoff tanken. Sollen wir nochmal probieren? Ich glaube, einmal gehen wir noch runter, aber ich pack mal den Kram hier rein. Na komm, die brauchen wir auch nicht. Ja, Werkzeuge verlieren wir eigentlich in der Regel auch nicht, ne? Zwei Batterien lasse ich aber auch mal hier zur Vorsicht. Wasser lasse ich auch hier. Das geht jetzt nicht. So, dass wir nur den Kram mit haben. Wenn, verlieren wir nur eine Batterie, theoretisch. What the fuck, was war das? Das war im Spiel, oder? Das habt ihr auch gehört. Jetzt muss im Spiel gewesen sein. Das Spiel ist manchmal so geil, vom Klang her, dass ich echt am Zweifeln bin oder am Überlegen bin, ist das jetzt im Spiel gewesen? Na, da ist das Riesenvieh. Oder... Ach, hier sind überall diese Seepfauen. Oh ne, das ist mir zu blöd. Ich hau mal kurz. Hier sind ganz viele von den Viechern. Das muss im Spiel gewesen sein. Das ist manchmal so realistisch, so geil gemacht, dass ich echt überlege, ob das jetzt hier Real Life war oder im Spiel. Ich muss ein bisschen auf den Sauerstoff achten. Ich muss auch irgendwie wieder zurückfinden.
Bist du scannbar? Nee, auch nicht. Gut, dass ich eine Batterie mitgenommen habe, weil die ist gleich leer. Aber hier ist auch nichts großartig, wie wir sehen können. Also noch gibt es hier nichts Besonderes. Das kommt wahrscheinlich noch. Hier sind wir wieder bei den Thermalquellen. Das ist quasi der Übergang. Oder sind Tree Spires? Gibt es die Dinge auch? Ich weiß es gerade nicht. Das ist mein U-Boot. Ich gehe wieder hoch. Kann auch sein, dass der Piepen eben doch nicht im Spiel. Ich glaube, das hat Riesenvieh gerade hinter mir her. Wenn der mich knuspert, habe ich ein Problem. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ne, 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 ne. Jetzt weg. Jetzt kurz bevor ich einsteige. Weg. So. Ja, das war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Mal gucken, nochmal ganz, ganz, ganz kurz. Wo war das denn hier? Pass auf. Standort Reservat 0. Arbeitet derzeit geringer Leistung. Alle Versuche, die Einrichtung zu betreten, zu Fehlschlagen, es befindet sich der sogenannte. Bei den. Achso, ja, hier. Reservat 0 bei den Wendelbrücken. Das ist Twisted Bridges, so heißt es dann. Irgendwie sowas. Dichten Pflanzenwuchs in 100 bis 300 Meter Tiefe. Das ist das, wo wir unsere Basis haben. Das ist unten diese Altera-Forschung oder Altera-Station, wo wir Allen gefunden haben. Da waren wir ja schon. Und Leviathan Genforschungsanlage. Anlage Kappa. Also beides liegt in 150 Meter Tiefe. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Wir sind da jetzt auf knapp 120 Meter. Das heißt, wenn wir eine Forschungsstation noch finden sollten. Ich muss noch mal in der privaten Runde gucken. Wenn ich in der privaten Runde Orte entdecke, die ich vorher noch nicht kannte oder wir in der Aufnahme auch noch nicht hatten, markiere ich mir die meistens mit einer Signalboje. Macht ja auch Sinn. Ich meine, ich hatte damals schon, also noch vor Monaten, hatte ich nicht zwei Basen gefunden. Einmal die Basis, die ich ja als Kappa die ganze Zeit dachte, also Basis Omega. Und ich meine, ich hatte eine Basis, die nachher wieder rausgenommen worden ist. In der Arktik. Ja. Ich meine, eine Basis hatte ich gefunden gehabt, die später wieder rausgenommen wurde. Aus dem Spiel. Weil da hatte ich mich noch gewundert. Ich hatte nämlich den Ort nochmal besucht und die Basis war weg. Oder hatten wir sogar eine Aufnahme gehabt? Dass wir es nachher nicht wiedergefunden haben? Irgendwie sowas war das. Das, vielleicht war das Kappa. Ich muss mal gucken. Wir überprüfen jetzt das noch und wenn wir jetzt gucken, was es hier Neues gibt und dann, denke ich mal, machen wir die Session auch erstmal dicht, also bringen das zu Ende. Und dann, ja, und dann gucke ich einfach mal privat, ob wir noch irgendwas finden. Falls ich was finden sollte, werde ich vor dem nächsten Patch auf jeden Fall noch eine Aufnahmerunde starten, euch das dann zu zeigen. Falls nicht, warten wir einfach den nächsten Patch ab. Logischerweise. Und dann gucken wir mal. Ich denke mal, hier werden wir vielleicht noch ein oder anderen neu finden oder entdecken. Vielleicht, also zwei Sachen weiß ich auf jeden Fall noch von vor dem Patch. Also, die noch schon damals drin waren. Mit dem Eiswurm denke ich mal, dass das mit dieser Leviathan-Forschungsstation zusammenhängt. Dass wir da nicht nur den Leviathan finden, sondern auch den riesigen Eiswurm. Ansonsten fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, was wir groß noch zu entdecken hätten. Oder entdecken könnten. Aber hier sieht man echt gar nichts, ne? Das ist so dunkel. Ja, ich habe Licht an, also. Nee, habe ich nicht. Wieso habe ich ein Licht aus? Den die ganze Zeit Licht wäre an? Ich behaupte noch, ja, ja, ich habe Licht an. Jetzt. Das war jetzt nicht die beste Entscheidung, oder? Doch, hier geht's rein, okay. Alles gut. Einmal gegen die Wand fahren. Bams. Jetzt gleich kommen wir wieder zu dem Eingang, wo wir dann durchtauchen müssen. Um dann quasi zum Gletscherbecken zu kommen.
Also irgendwie ist es auch spannend, das Game hier während der Early Access Phase zu begleiten, weil doch jede Menge interessanter Dinge dazukommen und es irgendwie voll Spaß macht, immer die neuen Sachen zu entdecken auch. Oh, du wolltest die Batterien? Die hat hier, ne? Nein. Ja. Packen wir die leere hier rein, so haben wir noch... Ja, komm, wir haben eine volle Batterie dabei, das... Ach, komm. Das sollte doch reichen. Sonst nehmen wir die aus der Taschenlampe raus, was weiß ich. Geh mal hin. Also hier ist alles beim Alten bis jetzt. Irgendwo hier ging es hoch, ne? Genau. Da ist es. Ich hätte vielleicht eine Boje mitnehmen sollen, aber ich denke mal, das finden wir auch so immer wieder. Oder? Bin ich verkehrt? Ne, da ist es. Ich habe das gar nicht so... Also gar nicht Erinnerung, dass wir so hochtauchen mussten, dass es so tief war. Krass. Ah, vielleicht vertue ich mich aber auch nur. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier ist der Bereich, wo wir am Anfang mal ankamen. So, guck. Können wir mal. Das ist die Pinguine? Ja. Na Jungs, alles senkrecht. Das ist aber auch neu. Das war vorher nicht so. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass das hier so rausragte. Das war nicht so herausragend. Ne, guck mal. Und hier kommt man auch nicht. Kommt man hier rüber? Ist egal. Wir gehen mal ganz kurz oben gucken, wenn wir schon mal hier sind. Ob es da irgendetwas Neues gibt. Vielleicht können wir jetzt auch in der Basis selbst irgendwas Neues entdecken. Man weiß es nicht so genau. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist neu. Das war vorher nicht so. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwas reparieren können. Ob hier später irgendwas dazukommt. Keine Ahnung. Ich muss aufpassen gerade, weil ich habe keinen Kaffee dabei. Die erfriert mir sonst gleich die gute. Wir haben unser Snow Fox gebaut. Unsere ja, Ladestation oder wie auch immer. So. Hier waren wir ja schon. Das ist... Das ist aber anders, oder? Also anders ist es, aber nicht wirklich was dazugekommen. Hier war doch vorhin ein Gebäude, wo wir nicht reinkamen, richtig? Oh, Batterie nehmen wir mit. Können wir jetzt hier? Ach, jetzt kommen wir hier hoch, oder was? Wie geil! Okay, das ist neu. Das ging vorher nicht. Was kann man hier scannen? Was ist das? Base Large Room Fragment. Also wir können den großen Raum hier scannen. Vielleicht können wir da noch überirdisch Basen bauen. Finde ich voll groovy. Finde ich cool. Da kommen ja so ein paar dumme Ideen. Weil da könnte man ja quasi... Ja, ja. Wir könnten da jetzt quasi dann hier unsere neue Basis aufschlagen. Warte mal, wir machen einfach mal den hier. Wir haben unser Tool ja dabei. Da. Großer Raum. Zweimal Plastalbahn. Wer hätte es gedacht? Dafür müssen wir halt wieder in die Mine, weil wir nicht mehr genug Titan auf Halde haben. Ist das jetzt im Wasser oder ist der für... wirklich an Land. Ich meine, da der an Land hier ist und wir den hier gescannt haben, denke ich mal, dass der für auch am Land ist. Vielleicht kann man den aber auch unter Wasser bauen. Weil das sieht ja so ein bisschen aus wie der Raum, wo wir eben die Labore drin gesehen hatten unten bei Basis Omega. Ja, ist gut. Stell dich jetzt so an. Nimm's wie eine Frau. So. Den wir hier unten gesehen hatten. Bei Station Omega. Ach, ja, stimmt. Das gab es auch noch in einem der folgenden Updates. Der Spy-Pinguin. Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie ein Roboter mit Kamera. Ich habe das Ding auch privat noch nicht wirklich entdeckt. Das ist jetzt auch für mich Premiere. Weil ich hier wirklich noch nicht war. Oh, was haben wir hier? Altera PDA, was haben wir denn da? Speerpinguin Bericht 1. Die Forschung läuft weiterhin gut. Der Speerpinguin bietet noch viele weitere Möglichkeiten, diesen unglaublichen Planeten zu erforschen. Mit ihm können wir Gebiete erreichen, die vorher nicht erreichbar waren. Das
Das einheimische Leben scheint gut auf den Speerpinguin zu reagieren. Er wurde nur selten angegriffen. Naja, nur selten. Die breite Verwendung des Pinguins wird zu einem größeren werdenden Schwerpunkt. Komm hier hoch. Ja, wir können hoch. Seht ihr, es lohnt sich doch immer ab und zu mal gucken zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass hier jetzt die Plattform kann man nicht scannen. Ist hier noch irgendwas? Ich erkunde. Ich gehe einfach mal. Also hier kommen wir wieder hin. Alles klar. Oh, das war nicht beabsichtigt, aber gut. Cool. Dieses ferngesteuerte Gerät kann sich unter echte Pinguine mischen und in Bereiche vordringen, die zu klein für Menschen sind. Es eignet sich gut für das Sammeln von sonst nicht erreichbaren Rohstoffen und ist zudem mit einer Kamera ausgestattet. Ah ja, den kann man, denke ich mal, nicht, kann man so bauen? Nee, kann man nicht. Wir haben zwei neue Sachen, wir haben einen Raumtrainer. Ja geil, wir haben Raumtrainer. Könnt ihr euch an Basis Omega noch erinnern? Da hat man doch hinten in dem Raum, in dem Wohnbereich, hat man Mehrzweckraum, der so abgetrennt war. Das können wir jetzt auch endlich machen. Das sind nicht nur mal große, runde Räume, blöd gesagt, sondern jetzt können wir sogar Raumtrenner bauen. Wie geil ist das denn? Raumtrennertür, das ist ja geil. Das gefällt mir. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, es lohnt sich, sich immer wieder mal ein bisschen umzuschauen. So, der Schneesturm ist vorbei. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Würde mich jetzt interessieren. Da, Tatsache. Der ist für ein Land zu bauen. Seht ihr? Hier, da kann man setzen. Was kostet der überhaupt? Ah ja, Plastalbahn, das war's. Haben wir jetzt natürlich nicht. Ah, jetzt kommt der Schneesturm wieder. Shit. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht drauf, bei der Aktion hier rumzulaufen. Es muss natürlich jetzt auch mitten in der Nacht sein. Ich sehe gerade gar nichts. Das erklärt vieles. Der Herzschlag ertönt wieder, wie ihr unschwer mitbekommt. Was wird besser, oder? Ja, nee, es wird nicht besser. Wir laufen mal ganz schnell hier in die Höhle rein. Hoffentlich wird es da besser. Ja oder nein? Ja. Okay. Wir gehen nochmal hier kurz gucken. Hier waren wir eigentlich auch schon, aber man weiß ja nie. Einmal Öl. Ja, das brauchten wir damals, um den Spähbegleiter oder den Sea Fox bauen zu können. Das weiß ich noch. Jetzt haben wir natürlich keinen Trinken mehr bei, war ja klar. Das ist Rote da hinten, das, aber das hast du überall. Das ist von der Flora und Fauna sozusagen einfach nur. Da sind wir auch schon rumgelaufen, ne? Da oben bei der Antenne waren wir glaube ich schon auf, da haben wir noch nicht, was ich verraten kann. Wenn wir da oben weiterlaufen, kommen wir zu einer Brücke. Zu einer alten Altera-Brücke. Mehr ist es aber auch glaube ich nicht gewesen. Ein bisschen Schiss hier drauf zu geben, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, das Orte alteranische Signale in der Nähe. Aha. Hier wird's besser, ne? Was mich gerade ein bisschen gestört hat, war das Geschrei von dem Viech da. Ich muss ein bisschen meinen Flüssigkeitshaushalt im Auge behalten. Ja, er ortet das Signal, er sagt mir aber nicht wo. Das ist auch neu, ne? Das war vorher nicht so. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ach, guck mal, hier geht's hoch. Oder ist das, sind wir gerade im Kreis gelaufen? Kann das sein? Sind wir gerade eben hier gewesen, wo wir uns aufgewärmt haben? Nee, aber nicht. Hier können wir irgendwas scannen. Erzader, ah. Rohstoffe hinter lockerem Gestein. Aha, kann man das jetzt abbauen irgendwie? Nee. Zumindest nicht so. Okay. Jetzt ist das die Sache. Ich war... Hä? Was haben wir denn jetzt? Habe ich was verpasst? Ach du Scheiße.
Das ist nicht gut. Ich habe einen Bug gefunden. Das ist überhaupt nicht gut, weil wenn wir Pech haben, kommen wir nicht mehr raus. Problem ist, ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, wo wir sind, weil wir sind jetzt quasi unter dem Level geglitscht. Ich glaube, wir werden jetzt hier drauf gehen. Ah, schwimmen wir einfach ein bisschen hier rum. Ist zwar jetzt ein bisschen Bug-using, wie sagt man so schön. Ach, guck mal hier. Das ist übrigens das, was ich euch zeigen wollte. Die Basis hier, die habe ich eben gesucht. Surprise, surprise! Das haben wir schon verraten. Es gab halt noch diesen Raum, aber es gab damals nichts Großes darin zu finden. Problem ist, ich weiß nicht, wie ich wieder ins Level komme. Weil das konnte man hier finden, die Brücke konnte man finden. Ja, das ist ja doof jetzt, ne? Was machst du denn jetzt? Du bist ja sicher einen guten Eindruck, oder? Ne? Wie ist es? Alles senkrecht? Der registriert mich schon nicht mal. Wie, jetzt komplett aus dem Level raus? Komm ich jetzt gar nicht mehr rein? Ja, ich meine, wir werden ja sowieso irgendwann verdursten hier. Na, ah, sieht schlecht aus, glaube ich. Shit. Kann ich... Nee, ich kann... Kann leider auch mich nicht... ich kann keinen Selbstmord begehen, ist das? Okay. Ja, bis wir verdursten, dauert es leider auch noch ein paar Sekunden. Ne? Das ist jetzt, hier komme ich nicht durch. Hier sieht man, es ist eigentlich Eis. Sehr gut. Kann ich jetzt hier hoch? Ach, das ist doch Mist. Aber das ganze Level ist abgeraucht. Guck mal. Das ist nicht nur partiell. Ja, was machst du denn jetzt? Da war ja noch nicht, ne? Oder? Ist das oben drauf, wo es zur Brücke geht? Wo wir den Snowfox gefunden haben, könnte das sein? Aber das ist ja jetzt echt doof. Ich kann leider keinen Suizid begehen in dem Spiel. Hier geht's auch nicht weiter. Ich komme doch nirgendwo hoch. Dann kann ich irgendwo hochspringen vielleicht? Auch nicht. Ja, das ist, ja. Eine interessante neue Ansicht. Ja, wir können auch einfach unter Wasser bleiben, bis wir ertrinken, auf gut Deutsch. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal rausfinden. Oder? Hier ist doch nicht. Guck mal, wie weit wir auch. Wie weit wir unter dem Level auch sind. Ne, das werden wir im Leben nicht schaffen. Komm. Ach ja. Und sonst? Wie geht's euch so? Irgendwas Neues bei euch? Ich hab ein bisschen Schiss. Ich könnte die Taucherflasche jetzt ins Inventar nehmen, um weniger Sauerstoff zu haben. Hat schon erledigt. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir mal dann beim Kaputtgehen, könnte es ja sein, dass wir die Taucherflasche verlieren. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ah, das erledigt sich jetzt ganz von allein, das Problem. Trinkt man noch was in der Zwischenzeit. Ich kann mich ruhig zurücklehnen und zugucken. Wir können auch versuchen, ob wir von hier aus... Ne, lass mal. Dahin schwimmen, da bin ich jetzt nicht so geil drauf. Man sieht ja auch, hier ist nichts unter uns. Das ist auch nicht ausstraffiert, das Level. Also hier ist auch noch kein... Hier ist auch noch nicht irgendwie was geplant. Irgendwie Alamine oder weiß ich was. So, gleich sind wir kaputt. Gib alles, du schaffst es. In der Zwischenzeit kann man nochmal kurz auschecken. Ach, ist das nicht herrlich.
Aufnahme läuft auch noch. Ich meine nicht, dass man jetzt gerade so viel verpassen würde, aber, ne? Du bist gestorben, hast einige Gegenstände verloren. Ja, ich hoffe doch nicht. Ich hatte nicht viel dabei. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich spawne. Im Schiff oder also auf dem U-Boot oder jetzt am ADW? U-Boot.